Ich bin ein Leber, ein kleiner Wicht. Ich bin ein Wichtelwicht. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Wir spielen Among Trees. Das Spiel hat mich schon länger ein bisschen angelacht und ich brauche gerade eine Pause von Pharao. Also spielen wir jetzt erstmal ein bisschen Among Trees und dann machen Pharao weiter. Screen Settings. Fullscreen, ja, das passt hier soweit. Okay, spielen wir es einfach mal. Ich kann ja nur ein neues Spiel starten. Standard Zen. Ah. Wenn du dich nicht mit Bären anlegen willst, ist es für dich. Es sind ein paar gefährliche Tiere. Wie die beste Spiel. Ja, natürlich. Easy. Wenn du neu fürs Survival-Genre bist oder einfach nur entspannen willst, normal. Du musst manchmal nach Essen suchen. Aber es ist viel da. Willst du eine Survival-Challenge? Oh, sag nicht, das ist ein Permanent-Death-Spiel. Ich kenne mich in dem Spiel gar nicht aus. Ich habe nur, There's a rupture on the lonely shore. There is a society where non-industry intrudes. Du wächst in einer müden, modernen Welt auf, bla bla bla, alles ist eklig. After days of hiking is the great unknown to stay. Okay, wir hatten es quasi satt, in der Welt zu sein. Und nach ein paar Tagen sind wir hier an einem neuen Platz angekommen. Und okay, wir haben Temperatur und alles. E ist normales Aufnehmen. Button Mushroom. Rennen kann ich. Ich nehme erstmal alles, was es hier so gibt. Kann ich hier kann ich bestimmt auch irgendwas machen. Stöcke. Was ist das? Steine. Moment, habe ich nur eine Weg. Ach, ich glaube, das ist die Ausdauer ist an die Müdigkeit gekoppelt. Schauen wir doch mal. Okay, da kann ich nichts machen. Ah, interessant. Kleidung gibt's auch. Backpack. 12 Slots. Stamina Speed. Für Plank Sticks. Ah, okay. Ist das jetzt weg? Nee. Wahrscheinlich kann ich nur hier mein Haus anfangen, oder? Mästig. Oh, interessant. Was Planken finden und Sticks sammeln quasi. Das. Ich bloß ein Baumstumpf. Moos. Die kann ich nicht sammeln. Ah, okay, durch die Kleidung, die du anhast, hast du quasi weniger Ausdauer. Das hat es damit auf sich. Das wird von rechts weggenommen, die Ausdauer. Und was zu essen. Es gibt eine Errungenschaft, wenn man 5 von denen findet in einer Nacht. Da ist zumindest schon mal Wasser. Was ist das? Darüber. Was bist du? Yellow Ash Leaves. Ein bisschen Platz habe ich noch, aber nicht mehr die Welt. Wenn das Schilf ist, die Dinger im Inneren kann man tatsächlich essen. Aber es ist anscheinend kein Schilf. Muss ich Wasser trinken? Ich lasse es mal. Kann ich krank werden dadurch?
Ah, okay. Immerhin etwas. Kann ich auch. Ah ja, ich wird angezeigt, dass ich mehr habe. Wie schlafe ich in einem Zelt? Es gibt die Errungenschaft, wenn du 5 Nächte in einem Zelt schläfst. Ich nehme mal mit, was geht, für den Anfang. Wie kann ich denn Bäume fällen? Okay, Wasser sollte schon mal kein Problem sein. Ein bisschen leckt es tatsächlich, warum weiß ich nicht, weil mein Rechner müsste eigentlich genug Kapazität haben. Ich glaube, ich finde tatsächlich 5 Stück davon. Ja, Platz habe ich noch einiges. Was bist du? Ach, ist schon ab. Ach, die wachsen nach, die Sachen, wie es scheint. Da hätten wir noch einen. Ist das ein alter Hochturm? Ein richtig hoher Hochturm. Mit Kisten. Und das scheint auch Planks zu sein. Oder was ist das? Okay, lasse ich mal noch hier. Stahlkabel. Nicht verrostet, möchte ich mal anmerken. Da brauche ich eine Axt. Ich vermute, ich muss dann erstmal im Haus was machen. Brauche ich ja auch eine Axt? Ja. Ach nee, das ist ein alter Strommast. Okay. Oh, hallo. Hunger wird langsam kritisch. Blumen kann ich anscheinend nicht essen. Und müde scheine ich auch zu werden. Wir verhungern. Naja. Okay, erstmal speichern. Ein Crafting Room. Silver Plank und Moos. Okay. Also Stahlkabel habe ich ja gefunden. Und einmal Moos habe ich auch gefunden. Ja, noch geht's mir gut. Die kann noch ein bisschen. Spielen wir eine Frau oder einen Mann? Ich glaube aber, wir spielen eine Frau, weil eine Frau abgebildet wurde. Ein Crafting Room wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich nehme einfach mal alles mit, was ich hier finde. Okay. Lashings? Just Rope steht da bloß, okay. Ein Stahlrohr. Ich nehme mal mit, was ich kriegen kann. Inventory. Oh nein. Na egal. Ach, Moment. Na, geht doch. Nicht schlecht für den Anfang. Lockpick. Ich vermute, im Crafting-Raum muss ich bauen.
Und dann kriege ich Nägel, Bolzen. Ich weiß nicht, ob die Sachen halt schlecht werden können. Den Crafting-Raum baue ich jetzt und ich könnte mir vorstellen, dass ich dann was kriege. Weil mit den Pilzen ging es jetzt noch, aber es kann sich ja natürlich ganz schnell umkehren, je nachdem wie lange es dauert, bis die Pilze nachwachsen. Cooking Room. Okay. Planken und Moos brauche ich noch. Irgendwo finde ich schon noch was. Ich vermute mal, die Sache mit dem Zelt kriege ich nicht hin, weil ich einen anderen Schwierigkeitsgrad nehme, als dass ich ein Zelt hätte. Aber die Nägel sollte ich mir mal holen. Oh, könnte hier Moos drauf sein? Ja. Vielleicht bloß noch ein paar Planken. Ich hoffe, die kann ich später herstellen, du musst die nicht immer... Oder die kommen wieder. Ne, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sie wiederkommen. Kann ich springen? Ja, kann ich. Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung eigentlich von dem Spiel. Das? Oh. Chicory. Und zwar weiter als ins, dahin möchte ich tatsächlich noch nicht gehen. Ich finde es aber gut, dass mir angezeigt wird, wo das Haus ist. Ach, ein Häschen. Die kann ich bestimmt später auch umbringen. Eine Gansbeere kenne ich als Pflanze nicht. Das hier werden Bäume, wie es aussieht. Was ist denn das? Fungus. Ist mir auch unbekannt. Ich brauche jetzt erstmal Holz. Ich nehme natürlich hier alles mit, was ich sonst noch so kriegen kann. Aber das ist doch irgendwie so der Traum von vielen Leuten. Tatsächlich, seit ich jetzt auf meine nächste Stelle war, ist es erstmal nicht mehr mein Traum tatsächlich. Einfach wegzugehen. Aus dieser hektischen, stinkenden Welt, die sie arbeiten nennt vor allem. Raus und es müssen ja nicht mal Abenteuer sein, sondern einfach nur für sich selbst so verantwortlich zu sein und nicht, oh, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen. Aber das ist doch vollkommen sinnlos. Ja, aber ich sagte, dass du es machen musst. Du musst Steuern machen, das ist alles ganz, ganz wichtig. Okay, ich glaube, es ist Nacht. Sollten mal ins Bett gehen. Ich habe auf jeden Fall Hunger. Aber ich nehme noch, ich glaube, ich erfriere langsam, oder? Bräuchte mehr Holz. Es wird langsam kalt, wie es aussieht. Meine Temperaturanzeige geht runter. So, brauche ich eine Axt. Keine Ahnung, wo ich die herkriegen soll. Vielleicht kann ich auch irgendwo eine finden. Komm, schlaf mal meine Nacht.
Ich friere und ich verhungere. Schön. Ja, wahrscheinlich, weil Nacht ist. Macht schon irgendwie Sinn. Nachts wird es halt kälter. Und dehydriert sind wir wahrscheinlich auch bald. Ui, unsere Temperatur geht da ordentlich runter. Und jetzt verlieren wir Leben wahrscheinlich. Habe ich noch Planken? Nicht genug. Was brauche ich denn hierfür? Bolzen. Driftwood, keine Ahnung. Kann nicht roh gegessen werden. Was ist hiermit? Das heilt mich sogar. Wie kann ich schlafen? Okay, ich muss morgen unbedingt was trinken. Welcome to the Wild. Okay, es füllt einfach nur unser Schlaf auf. Und wahrscheinlich geht auch die Uhrzeit weiter. Halt. Ich muss dringend was hier lassen. Oh, ja, toll, ist voll. Im Lager ist richtig viel Platz. Okay, gehen wir mal ins Wasser. Vielleicht finde ich da ja noch irgendwas Tolles. Aber ich will den Crafting Room haben. Noch mehr als den Kochraum. Weil ich hoffe, dass ich dann ein Beil machen kann, dass ich wenigstens einen Baum fällen kann. Ich hoffe nicht, dass ich hier alles finden muss. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Wir erfrieren natürlich ein bisschen hier drin. Aber nur Moos. Gehen wir mal hier rüber. Zu essen habe ich noch ein bisschen. Nehme ich natürlich auch mit. Ich nehme alles mit, was ich irgendwie finden kann. Auch mehr Planken. Also für mich sehen die Golden Chanterelle aus wie Pfifferlinge. Vielleicht sind das auch die Pfifferlinge im Englischen, ich weiß es nicht. Sehr, sehr teuer im Laden. Schwarzbären? Nee. Lindenbeere. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind. Mich wundert, dass die Frau sich auskennt. Die meisten Leute, die nämlich in so eine Situation geraten, haben teilweise gar keine Ahnung. Sie denken, die haben Ahnung, haben sie aber meistens nicht. Bienen, komme ich da einfach so ran? Würde mich auch wundern. Okay, haben wir eine Autoheilung? Sieht fast nicht so aus. Für Honig brauche ich höchstwahrscheinlich einen Imkeranzug. Aber glaubt mir, die stechen durch. Ich spreche aus Erfahrung. Okay, hier haben wir wieder Zeug. Stahlkabel. Oh nee.
Hat ein bisschen das Leben aufgefüllt. Aber ich bin eigentlich wegen denen hier. Weil mir die wichtig sind. Mehr davon, bitte. Rex? Lockpicks. Ich brauche unbedingt einen Lockpick. Das kann ich mitnehmen. Habe ich noch irgendwas, was ich wegwerfen kann gerade? Nö. Was bringt das jetzt eigentlich? Ah, für Ausbau, okay. Ach, natürlich kann man eine Rübe nicht roh essen. Turnip. Sowas wie ein Steck, sowas wie eine Parsnip? Ich weiß es nicht. Eine Parsnip ist eine Steckrübe, das weiß ich. Okay, wir haben jetzt genug, um das nächste Upgrade zu bauen quasi. Also diese gelben Dinger braucht man für Upgrade des Hauses, das weiß ich jetzt. Gibt's Fallschaden? Ich find's raus. Ich bin voll, oder? Oh, Enten. Also ich weiß, dass man Fisch essen kann im Spiel. Kann ich auch nicht mitnehmen, oder? Nee. Ich bin gerade ziemlich voll. Ich kann ich auch mitnehmen, oder? Aber es geht vorwärts. Ich hoffe doch, dass die Sachen nachwachsen. Aber faszinierend, dass das Kleidungsstück auch tatsächlich deine Bewegung einschränken. Das hat der Long Dark ja auch gehabt. Klar, war das zutiefst nervig mitunter. Ach, das Cooking Room. Bitte bauen. Ja. Was kann ich hier bauen? Tools. Eine Karte. Ein Kompass. Ah, Water Canteen. Medkit. Ah, Rex waren alte Bettlaken. Dekoration. Ressourcen. Okay, ich kann diese Sachen alle herstellen, rein theoretisch. Leim. Ah ja. Okay, ich brauche Seile und Bolzen. Habe ich hier noch Bolzen? Was brauchen wir hier? Driftwood, keine Ahnung. Kann ich das hier herstellen? Nein. Fishing Rod. Oh, Drex, okay. Hätte ich gern. Dann kann ich nämlich endlich mal was machen. Das brauche ich alles nicht. Eine Karte wäre nicht schlecht. Ah, ich hab... Driftwood. Wahrscheinlich ist es eine Art von Sachen, die ich erst finden muss. Kann ich das Ding irgendwie ausbauen? Wahrscheinlich nicht. Ja.
Was kann ich hier machen? Ah! Okay, da brauche ich eine Menge. Mal schauen, kann ich damit hier? Nö. Aber ich kann hier hinten wahrscheinlich die Sachen zerstören. Driftwood, ist das Treibholz? Nee. Also Bäume fällen geht schon mal nicht. Ich kann natürlich nicht anders, ich muss trotzdem alles mitnehmen. Ah, die Axt ist trotzdem im Inventar, okay. Hat mich interessiert. Aber ich Lockpicks. Ah. Ich habe eigentlich auf was anderes gehofft, aber ist auch okay. Oh, Nägel sind toll. Und Bolzen, die nehme ich auch mit. Die Frage ist, wie komme ich jetzt an mehr Planken? Und wie komme ich an mehr, eine Lockpick zum Beispiel? Also ein Dietrich. Ja, die Bolzen habe ich. Ja, die Bolzen kriege ich nicht rein. Kann ich Lockpick machen? Wäre hier. Swing Stretch. Fischblumen. Bau mal ein Fishing Rod. Stick und Old Rex. Okay, machen wir mal ein Fishing Rod. Ich will es mir anschauen. Look for ripples on the water to find good fishing spots. Okay, geht nur am Fluss. Die Frage ist als nächstes. Das wäre cool. Das wäre aber auch cool. Ich brauche definitiv mehr Planken. Ah, rechts oben wird mir die Sonne angezeigt. Die Sonne ist am Untergehen. Wie genau das jetzt funktioniert, keine Ahnung. Aber es müsste ja hier am Fluss müsste es ja reiterisch auch gehen. Kann ich mir eine Ente fangen? Was zur Hölle passiert hier? Ich versuch's noch mal. Also es kommt langsam auf mich zu.
Ich verstehe es noch nicht. Ich werde es aber noch rausfinden. Wenn die Sonne untergegangen ist, gehen wir nach Hause. Ah, Driftwood, oder? Ja! Okay, Driftwood finde ich hier am... Doch, Treibholz. Aktuell ist das Spiel noch relativ einfach, aber ich vermute mal, dass es mal noch richtig, richtig schwierig wird. Oh. Was? Ach, ne. Ein Pilz. Das ist wieder ein Häschen. Das noch mit dem Treibholz. Eigentlich gar nicht verkehrt. Pilze nehme ich natürlich auch noch auf. Ich werde noch mehr Treibholz brauchen, glaube ich. Ich nehme lieber noch mal mit, was ich finde. Aber ich brauche vor allem Planks. Der ist durchgefault. Normale Pilze. Haben wir noch was, um unser Haus zu isolieren? Mehr Treibholz? Aha, ich nehm's mit, weil ich bin mir sicher, wir werden es brauchen. Okay, es wird Nacht. Da hinten ist ein Wasserfall. Dotty Mushroom. Eine unbekannte, aber sieht aber aus wie ein Fliegenpilz. Oh ja. Eaten raw must hit the poisons. Ja. Ehrlich gesagt, solche Pilze esse ich ungern, weil. Das ist noch eine Rübe, oder? Weil ich bei solchen Pilzen immer Angst habe, dass ich es hier nicht richtig durch habe und ich mich dann vergifte. Deshalb bin ich kein Freund von solchen Pilzen. Ganz ehrlich, Pilze? Also ich kenne mich ziemlich gut, also ein bisschen aus im... Sagen wir mal moderat in der Natur aus. Nicht extrem viel, aber... Ich weiß bei vielen Sachen, ob ich sie essen kann oder nicht. Was ist diese Tati? Also eine Himbeere ist definitiv essbar. Ich habe selbst welche im Garten. Oh oh. Wird Zeit nach Hause zu gehen, wir sind eh übermüdet. Aber ich muss gucken, dass ich irgendwie noch ein bisschen Holz krieg. Und ein großes Problem ist eigentlich auch mein Lager. Ich brauche dringend Holz, alles andere ist nicht so tragisch, aber Holz ist gerade sehr kritisch. Ja, ist giftig. Driftwood habe ich. Ich bräuchte eigentlich mehr Planks.
Gut, Nächtler. Wir sind echt gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wir haben an einem Tag erstmal ein Haus gebaut oder repariert. Und sogar noch einen Anbau an Tag 2 geschafft. Warte mal. Bolzen habe ich doch, oder? Ansonsten, die kann ich herstellen, wenn es hart auf hart kommt. Bolzen waren nicht so schwer. Ja, das kriege ich hin. Dafür haben wir Stahlrohre. Es gibt eine Errungenschaft, wenn du alle Pflanzen im Spiel gefunden hast. Wenn ich jetzt so 30, 40 Bretter finden würde, könnte ich auch die Sachen bauen, die ich gerade bauen möchte. Und das ist aktuell eine Küche. Und natürlich noch der Attic ist ein Dachboden. Der wäre jetzt auch nicht verkehrt. Schade, dass ich natürlich keine Bretter einfach herstellen kann. So, hier haben wir den Wasserfall, den ich gesehen habe. Gibt es hier noch irgendwas? Oh, ich habe gedacht, das ist was Besonderes. Habe ich mich geirrt? Ich habe gedacht, das ist so eine Besonderheit. Das Bienennest, da halte ich mich von fern. Eine Morche. Baumpilze, es gibt auch ein paar essbare. Manche von denen sehen echt widerlich aus, sind aber essbar. Die meisten sind giftig. Pilze ist so eine Sache. Sollte man sich echt auskennen und nicht einfach irgendwelche essen. Ach, jetzt habe ich einen Wasserfall. Ich kann mich nämlich auch. Burdock. Ich kann mich nämlich auch noch an jemanden erinnern, der. Oh, eine Himbeere. Der einfach irgendeinen Pilz gegessen hat und sich dann tatsächlich vergiftet hat. Und dann bei uns im Krankenhaus lag. Nicht cool. Also, der ging es echt schlecht. Das hat sich tatsächlich auf seine Leber ausgewirkt, entsprechend. Die Leber ist zur Entgiftung da und ja. Wieso sind die so schratz hier? Das ist nochmal Honig, da halte ich mich fern. Moment, ist das hier die Stelle, an der ich vorhin war? Glaube ich nicht, aber trotzdem. Bitterer Geschmack. Klingt fast wie ein Gift ist, bitterer Geschmack ist eigentlich ein Zeichen davon, dass du es nicht essen solltest.